Was entdecken wir? Was treibt uns an? Wem vertrauen wir? Was lernen wir? Wie gestalten wir unsere Zukunft? Wie erreichen wir unser Ziel? Es liegt in unserem Wesen, dass wir uns Fragen stellen. Ständig treffen wir Entscheidungen. Ohne dass wir darüber nachdenken, tun wir das ungefähr 20.000 Mal am Tag. Was wir daraus machen, liegt in unserer Hand. Für mich ist es sehr wichtig, schnell und möglichst mobil zu sein. Es wird immer entscheidender, dass wir unsere Zeit optimal organisieren. Und auch deshalb vernetzen wir uns miteinander. Menschen sind doch immer irgendwie in Bewegung. Meine künstlerische Arbeit mit Sand ist für mich auch ein Ausdruck des Respekts für Mutter Erde. Und es geht darum, auch die Einheit in allem zu erkennen. In der Schule etwas zu lernen, ist mir eigentlich noch nie sehr schwer gefallen. Aber es macht mir viel mehr Spaß, wenn ich auch verstehe, warum etwas wichtig für mich ist. In einem Klettergarten ist Sicherheit das oberste Gebot. Da darf ich absolut keine Kompromisse machen. Meine Geschichten kommen aus dem Wald. Dort habe ich sie entdeckt und irgendwann angefangen, sie aufzuschreiben. Ich dachte mir, es wäre viel zu schade, das alles wieder zu vergessen. Natürlich hat sich vieles für mich verändert. Aber deswegen wünsche ich mir für mein Leben doch nichts anderes als alle anderen auch. Selbstständig leben und unabhängig sein, das ist ein ganz großes Stück Freiheit. Ich weiß, dass uns vieles geschenkt wird. Und deshalb ist es mir auch so wichtig, einen kleinen Beitrag zu leisten, dass die Natur erhalten bleibt. Ob ich das alles wirklich mal für mein Leben brauche, weiß ich natürlich noch nicht. Aber ich bin schon neugierig drauf. Ob wir vertraute Wege gehen oder neue, wir wollen uns doch immer auf Menschen verlassen. Egal, ob wir auf der Arbeit sind oder in der Freizeit. Dass ich mich das überhaupt getraut habe, mal da auch eine Person anzurufen. Dafür brauchte ich erst die Unterstützung von meinen Freunden und Partnern. Es liegt in unserem Wesen, dass wir uns Fragen stellen. Ständig treffen wir Entscheidungen. Und einige davon verändern unser ganzes Leben. Wir sind da. Für Wolfsburg und die Region.